Ein Binomialkoeffizient ist eine Größe, die von zwei Parametern, nämlich von n und k, abhängt und üblicherweise durch dieses Symbol dargestellt wird. N ist dabei eine Zahl, die nicht negativ ist, also eine natürliche Zahl, und k ebenfalls eine natürliche Zahl zwischen 0 und n. Und man berechnet sie folgendermaßen, indem man im Zähler, also ein Bruchterm, im Zähler einfach n mit n minus 1 und n minus 2 und so weiter multipliziert, sodass man insgesamt k Faktoren erhält. Also der letzte Faktor ist dann n minus k plus 1 und im Zähler schreibt man k Faktorelle. Zur Erinnerung, k Faktorelle ist das Produkt der Zahlen 1, 2 bis k, wobei man zusätzlich noch 0 Faktorelle als 1 definiert. Man hat also im Zähler und im Nenner jeweils k Faktoren, also beispielsweise 5 über 2 ist nichts anderes als 5 mal 4 durch 2 Faktorelle. 2 Faktorelle ist 2, das heißt, ich bekomme hier 10. Oder 6 über 3. Das sind im Zähler 3 Faktoren, 6 mal 5 mal 4 und im Nenner 3 Faktorelle. 3 Faktorelle ist 6, das kürzt sich weg und es bleibt 20 übrig. Man kann den Binomialkoeffizienten noch ein wenig umformen, indem man hier etwas ergänzt, und zwar sowohl im Zähler als auch im Nenner, dass man hier nicht aufhört, sondern hier weitermacht. Also die nächste Zahl wäre hier n minus k. Man kann hier weitergehen, n minus k minus 1 und so weiter bis 2 mal 1. Und das ist natürlich nichts anderes als n minus k Faktorelle. Und wenn man das noch einmal betrachtet, sieht man, dass jetzt im Nenner nur k Faktorelle und n minus k Faktorelle stehen. Im Zähler n Faktorelle. Also das ist eine Darstellung, wo man einfach nur Faktorelle benutzt. Man sollte hier auch erwähnen, dass es hier zwei Binomialkoeffizienten gibt, die sehr leicht zu berechnen sind, nämlich n über 0 und n über n. Da kommt 1 heraus, man setzt hier einfach ein und sieht, dass da entweder n Faktorelle durch n Faktorelle mal 0 Faktorelle jeweils steht, also kommt 1 heraus. Und etwas Zweites kann man auch beobachten, dass n über k dasselbe ist wie n über n minus k. Wenn man nämlich hier k durch n minus k ersetzt, wird n minus k durch k ersetzt. Die Binomialkoeffizienten sind alles ganze Zahlen, also das ist nicht eine Bruchzahl, sondern 10 oder 20, und das hat einen ganz besonderen Grund, nämlich, dass die Binomialkoeffizienten ein Anzahlproblem lösen oder eine Frage aus der Kombinatorik, nämlich wie viele k-elementigen Teilmengen es von einer n-elementigen Menge gibt. Also wir erinnern uns, dass 5 über 2 10 ist. Also betrachten wir zum Beispiel eine 5-elementige Menge, die ersten 5 verschiedenen Buchstaben, dann können wir zweielementige Teilmengen bilden, also AB, AC, AD, AE, dann BC, BD, BE, CD, CE und schließlich DE. Und das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Teilmengen. Wieso ist das allgemein so? Ich möchte das an zwei Fällen demonstrieren. Zunächst einmal im Fall k gleich 2. Also das ist auch das Beispiel, das wir vorher gesehen haben, 5 über 2.
Hier haben wir n über 2, den Binomialkoeffizienten n über 2 in der Form n mal n minus 1 halbe. Es geht darum, dass wir eine n-elementige Menge nehmen, also zum Beispiel die Zahlen 1 bis n. Und wir wählen hier zwei Zahlen aus, also a und b. Wie viele Möglichkeiten haben wir das zu tun? Natürlich n, weil ich kann hier für a einfach eine dieser Zahlen nehmen, dann bleiben mir aber für b nur mehr n minus 1 Möglichkeiten übrig. Aber beachten Sie bitte, dass wir hier a und b in einer beliebigen Reihenfolge haben können. Also genauer genommen, wenn wir eine Teilmenge von a und b betrachten, dann entspricht das zwei geordneten Auswahlen, nämlich der Auswahl AB, aber auch der Auswahl BA. Diese zwei geordneten Auswahlen entsprechen dieser Teilmenge AB. Das heißt, wenn ich n mal n minus 1 zähle, dann sind das nichts anderes als alle geordneten Paare und jeweils zwei geordnete Paare entsprechen einer zweielementigen Teilmenge. Das heißt, ich muss das durch 2 dividieren und erhalte daher die Anzahl der zweielementigen Teilmengen. Das wird jetzt noch deutlicher, wenn man den Fall k gleich 3 betrachtet. Hier ist n über 3 nichts anderes als n mal n minus 1 mal n minus 2 durch 3 Faktorelle. 3 Faktorelle ist übrigens 6. Und hier nehmen wir wieder eine n-elementige Menge, also wieder die Zahlen 1, 2, 3 und so weiter bis n und wählen jetzt daraus drei Elemente aus a, b und c. Da gibt es jetzt n mal n minus 1 mal n minus 2 Möglichkeiten, die geordnet auszuwählen. Aber wenn ich eine dreielementige Menge a, b, c betrachte, entspricht diese Menge einem 6 geordneten Möglichkeiten, nämlich A, B, C, A, C, B und so weiter. Also es sind insgesamt 6 oder 3 faktorelle Möglichkeiten, das zu tun, denn wir wissen, die Anzahl der Möglichkeiten, drei Elemente verschieden anzuordnen, ist nichts anderes als 3 faktorelle, also 6. Also wir müssen das durch 3 Faktorelle dividieren, um die Anzahl der dreielementigen Teilmengen zu erhalten. Also wir zählen zunächst einmal alle geordneten Auswahlen von 3 Elementen und jeweils 6 dieser geordneten Auswahlen entsprechen dann genau einer Teilmenge. Und das gilt natürlich nicht nur für k gleich 2 oder k gleich 3, also im Allgemeinen müssen wir eben n mal n minus 1 und so weiter k-Faktoren bilden und dann durch k-Faktorelle dividieren, das ist nichts anderes als die Definition des Binomialkoeffizienten.